Wir haben hier eine Karte dagelassen mit dem Vulkan, wo es so heiß ist. Ich drehe mich schon. Ja, letztes Mal sind wir hier in Paper Mario im Vulkan gewesen, haben einen blumenartigen Kampf gehabt. Oh, war nicht schwer. Und jetzt heißt es, diese Karte hier nehmen. Yeah, und damit haben wir den nächsten Stern befreit. Es ist ein rosaner. Hat fast die gleiche Farbe wie im Moment, glaube ich. Da, da. Ach, schauen wir wieder ein Kapitel zu Ende. Tief im brodelnden Bauch des Lava-Lava-Bergs pflückte Mario eine sehr eigenartige Pflanze. Die Beschreibung ist immer geil. Und rettete Mista vor einigen feurigen Ende. Doch der Schatz, den Colorado suchte, muss erst noch gefunden werden. Wo könnte er wohl sein? Gibt es sonst einen Schatz? Was ist das? Etwas Seltsames geht hier vor. Oh oh, es klingt nicht so einladend, Leute. Und wir sehen keine Peach-Szene. Nein, wir sehen, dass hier alles im Bach untergeht. In den Lava-Bach. Babum. Mario hier entlang. Wir müssen uns beeilen. Jo, wir müssen raus hier. Raus. Es geht hier alles in die Luft. Der ganze Vulkan bricht aus. Der Blume war zu viel. Hi, Colorado. Dann scheint es halt nicht hier zu sein. Vermaledeit, wo kann er noch sein? Vermaledeit nochmal, oder wie? So, man muss jetzt so schnell raus wie möglich. Hallo, Frau Sterndame. Ah, oder Schatz, nein, es ist, ein AC-Stern? Ein C-Stern! Das reicht nicht. Das Abenteuer ist so lange nicht vorbei, bis der Schatz gefunden wurde. Ah, ich habe natürlich vermutlich an diese schreckliche Feuerkreatur versteckt. Ja, so muss es sein. Ich laufe rasch zurück und berühre das mal. Feuerkreatur. Was ist dieses Baby? Hilfe, alle Kretten, Kinder und Erwachsene zuletzt. Warte. Oh, heiß. Oh, die Lava geht schon los. Das ist doch Lava, es kommt her, wir müssen fliehen. Oder Schatz. Oh. Mario, warum können wir den Moment ausbrechen? Es ist viel zu gefährlich, den Weg, den du gefahren bist, wieder zurückzugehen. Ja, voll Lava und so. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich glaube, das rechts hier sieht nach Bomben aus. Hier muss eine Bombe ran. Ich will einen leichten Luftzug aus diesem Spalt in der Höhe an. Könnt ihr eine Höhle sein? Mario, kannst du über uns springen? Ich nicht. Aber Bombett kann sie machen. Bombett? Ah ja, sie hat eine andere Farbe. Bombett ist dunkler. Interessant. So, danke. Hilfe! Mario, schnell, die Lava steigt! Schnell! Wow, 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 es wird hier heißer! Es war hoch hier. Die Lava steigt und steigt und steigt! Warum lass sie jetzt gerade steigen? Ist auch interessant. Ich wusste es endlich, der Schatz greifen nach! So nah, ich kann nicht widerstehen, mein Schatz! Bei Sternen, ich werde mein Leben für diesen Schatz aufs Spiel setzen! Oh, Schatz! Schatz! Hey, Hilfe! Wow, der Stern nimmt uns einfach so mit und los geht die Party! Der Schatz wurde anscheinend verbrannt. Mein Schatz! Mein Schatz! Wow! Eine Kiste ist rausgeflogen und der Vulkan bricht interessant aus. Und die Kiste von Colorado landet irgendwo im Nirgendwo. Was da wohl drin ist? Jo, ziemlich krasse Sache, Leute, oder? Einfach mal so ein Vulkanausbruch. Bam! Interessanterweise kann der Stern einfach mal so raustragen. Ja, ist halt ein hoher Stern. Er ist gerettet, somit hat er seine ganze Kraft wieder. Was geht mit Prinzessin Peach ab? Jo, links, rechts laufen. Wie immer. Und irgendwie ist ihr Gesicht irgendwie anders. Ich weiß nicht, aber fällt euch das auch auf, Leute? Irgendwie ist das anders. Hey, Twink! Wo uns noch mal hier raussteigen und das Wagen. Hey, Prinzessin Peach, du bist so wagemutig geworden. Und ich dachte, du wärst so sanftmütig und zerbrechlich. Oh, ich bin zerbrechlich. Ich bin nämlich wie eine wohlerzogene Prinzessin. So wie ich es vom Minister gelernt habe. Man merkt's. Ich bin gerne zerbrechlich. Was hat dieser Satz wohl zu bedeuten?
Okay, okay, ich glaub dir, Peach. Du bist eine Prinzessin. Aber egal, lass es uns tun. Raus hier! Yay! Mal schauen, dass Prinzessin Peach herausfindet, während Mario noch durch die Lüfte getrieben wird von dem Vulkanausbruch. Der eigentlich sehr, sehr krass war. Also ich will nichts sagen, aber Vulkanausbrüche gibt's ja sehr viele, ne? Und ich will nicht daneben stimmen, wenn da einer ausbricht, weil es wäre Sicherheit. So. Jetzt heißt es hier aufpassen, wieder runter in den zweiten Stock. Vielleicht ist etwas Neues hier. Oder Moment. Ich habe einen Orden, oder? Schau mal. Prinzessin Peach müsste ja einen Orden haben. Das werde ich gleich mal checken. Hier war doch die Kiste, ne? Ah nein, die war woanders. Nicht hier. Also Leute, ich muss mich erst hier wieder zurechtfinden. Man ist schließlich nicht jeden Tag auf Prinzessin Peach ihren Schloss, ne? So, ah ja, hier war sie. Ich wusste irgendwo rechts. Ah, hier Fortuna. Im Notfall wird jeder Schaden halbiert. Ein ziemlich cooler Orden. Den wird Mario hoffentlich bald abholen, ne, Prinzessin Peach? Ne? So. Es gibt nur einen Weg, nämlich runter. Und die Frage ist jetzt, wie geht's jetzt weiter? Man war einmal in der Küche, man war einmal dort und da. Aber... ja, man muss jetzt einfach schauen, wo war hier noch nie etwas? Da dreht sich immer schnell um. Ganz einfach, Leute. Längs halten. Längs! In der Küche ist nichts, in der Speisekammer ist nichts. Aber hier war doch mal was, ne? Beziehungsweise hier war aber mal nichts. Aber schauen wir mal rein. Vielleicht ist jetzt etwas da. Oh, eine Kupatrouille. Verdammt. Erwischt. Oh, es ist Prinzessin Peach. Wie ist sie noch rausgekommen? Können wir also drehen am Rad, wenn wir sie nicht gleich auf ihr Zimmer zurückbringen? Er dreht voll am Rad. Ich kann sie nicht durchhalten. Eine Sekunde. Krieg ich wieder ein Ja? Kein Grund zur Panik. Ich kann ohne nicht aus dem Schloss entkommen, ne? Und wenn sie schon mal da ist, könnten wir sie ja fragen, ob sie an unserem kleinen Spielchen teilnehmen will. Sie wäre ideal und wir brauchen noch einen dritten Teilnehmer. Ein Spielchen? Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann mal los. Prinzessin Peach, habt ihr mich gehört? Hier entlang bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurer Wut verraten, wenn ihr an unserem Spiel teilnehmt. Was für ein Spiel? Wir haben hier drüben schon alles vorbereitet. Okay, schauen wir mal. Oh nein, Prinzessin Peach! Was geht jetzt ab? Das Koopa Kurs präsentiert das 64. Trivia Quiz Finale, meine Damen und Herren. Ich bin der Gastgeber, Herr Hammer. Was geht ab? Ja. ja. Lass uns gleich beginnen, meine Damen und Herren. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wer die meisten richtig antworten hat, ist der Gewinner und bekommt eine extra Einladung. Drücken Sie A, wenn Sie glauben, die richtige Antwort zu wissen. Der Gewinner erhält einen fabelhaften Preis. Ich wünsche Ihnen viel Glück und noch etwas. Wir vergeben auch Preise für die Teilnehmer, also ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Bereit? Erste Frage. Wie lautet der Name des entgegnenden Vulkans in Lava Lava Island? Den haben wir gerade besiegt. Das war die Piranha, die Lava Piranha. Das ist richtig. Und gleich weiter zur nächsten Frage. Zweite Frage. Wo hält Meister Schnaufuhler den Stern gefangen? Ah, Spiky Tom. Wer? In den Blütenfeldern. Das ist richtig. Aha. Okay, weiter. Dritte Frage. Wie lautet der Name des kugelrunden Monsters, das man in der Stadt und in den Ruinen finden kann? Chomp? Ja, das war gemein. Habe schon gewundert. Ich habe noch eine Chance für einen Comeback. Vierte Frage. Wie erreicht man die Blütenfelder? Ich rate mal. Prinzessin Peach hatte keine... Beten? Weinen? Weinen? Nein. Aber entweder beten oder... Was ist Blumentor? Machen wir mal mit Blumentor. Das ist richtig. Okay, auch wenn Prinzessin Peach überhaupt nichts weiß von. Es kann auch jeder gewinnen. Fünfte Frage. In welche Person ist König Bowser verliebt? Ich glaube, man muss hier so antworten, dass er zufrieden ist, also wird er wohl Prinzessin Peach sagen müssen. Ah, richtig. Und jetzt aufgepasst.
sechste Frage. Was ist untrennbar mit dem Blutfeld verbunden? Rat mal. Eine Blume? Alles ist richtig, aber wenn man es auf Blutfelder hang. Die nächste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Siebter. Wie lautet der Name des wundervollsten, unbesiegbaren, einfach coolsten Kerls auf der ganzen Welt? Da man hier laut Cooper hier antworten muss, Bowser. Also ist richtig. Jetzt gehen wir über gute Legen. Achte Frage. Wie heißt die Geister, die in Nimmerwald leben? Das sind die Buhus. Das weiß doch jeder. Richtig. Jetzt wird's schwierig. Neunte. Wie lautet der Name des Bereichs südlich des Postamts von Toadtown? Es ist nicht die windige Mühle, Cooper ist es auch nicht, also muss es der Blumengarten sein. Aber Schlussverfahren fangen wir. Und unsere letzte Frage. Ruhig, Blut. Zehnte. Wo befindet sich der Zelser der Pilzpalast? Himmel. In Biberzette. Im tiefsten Wasser, na, ein aufs Pauses Festland und die schwebt hoch oben. Richtig. Und somit hat Prinzessin Peach ganz ungewollt mit 9 Punkten gewonnen. Das 64. Trivia Quiz Finale ist hiermit beendet und zwar mit einem riesen Erfolg. Der Sieger ist, unser unerwarteter Gast Prinzessin Peach. Gratulation, Prinzessin, hier ist euer Preis. Jetzt wissen wir mehr und bekommen ein Gelee Royal. Stell 50 Blütenpunkte wieder her. Das beste Gelee überhaupt. Danke, dass Sie alle erschienen sind, meine Damen und Herren. Es war großartig. Wir sehen uns beim nächsten Trivia Quiz Finale. Schaltet wieder ein. War doch ziemlich interessant. Oh, Prinzessin Peach, fast hätte ich vergessen. Hier ist euer Preis für die Teilnahme. Einen Mutierschirm. Ein Schirm, den die Teilnehmer in der Quizshow erhalten. Interessant. Das ist ein Mutierschirm. Wenn ihr jemanden anzieht und B drückt, könnt ihr euch in diese Person verwandeln. Wie praktisch. Ihr müsst aber versprechen, dass ihr mit seiner Hilfe nicht im Palast herumschleicht, ja? Das müsst ihr versprechen, ja? Aber sicher doch. Ich meine, niemand würde euch als Prinzessin Peach erkennen. Niemand! Stellt euch das vor! Tut mir leid, dass wir nun einen so geringen Preis für euch haben, Prinzessin. Gering? Damit kann sie fliehen, du Honk. Aber es ist nur der Preis für die Teilnehmer. Also was erwartet ihr, ne? Und hier ist Bowser. Der wollte natürlich nicht mehr machen, ne? Hä? Was ist denn geht hier? Hey, das ist lustig, ich will auch mehr machen. Ich will auch checken. Was geht ab? Wir sind schon fertig. Was? Fertig? Ach, was für... Ach, Scheiße. Ah, what? Was? Was ist ein Wisch? Was macht ihr? Ich hab sie schon wieder fortgeschlissen. Ihr! Bringt Prinzessin Peach zurück auf ihr Zimmer! Jawohl, Sir! Nicht schon wieder. Verzeihung, Prinzessin! Oh nein! Ja. Falls man hier bei diesem Gewiss verliert, bekommt man kein Gelee Royal, aber den Schirm bekommt man so oder so und wir haben was erfahren. Nämlich, dass der nächste Stern beim Blumenfeld sein soll. Oh, Baby, mein schöner Schatz, mein Schatz. Was sagst du da? Kein Schatz der Welt ist so wertvoll wie das Leben. Sei dankbar, dass du entkommen konntest. Unfassbar. Diese Insel wurde einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt, weil Bowsers Leute am Werk waren. Aber bald wird das Beben abflauen und Lava Lava und Island wird wieder zu dem Paradies werden, das es vorher war. So gehört sich's. Aber, mein Schatz... Lieber Mario. Schwier lieber, Alter, die mögen ihn ja alle. Du hast nun schon 5 von uns gerettet, das fehlen noch 2. Nur noch ein paar mehr. Mein Name ist Mister. Lass mich dir meine Kraft leihen, die dir auf den Weg helfen wird. Und somit eine Überpower bekommen. Die Sternenkraft erhöht sich auf 5. Mario erhält die Sternenkraft Himmelskuss. Die ist ziemlich cool. Himmelskuss haucht wieder Leben in erschöpfte Helden. Wie gesagt, die ist ziemlich cool. Ich muss nun in den Sternhaft zurückkehren, aber wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit rufen. Ich werde dir wachen und für den Erfolg beten. Schon bald wirst du die Prinzessin wiedersehen. Hab Vertrauen, Mario. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Wir sehen uns bald. Tschüss.
Armer Colorado, für ihn gibt's keinen Schatz. Ich war so nah dran, der Schatz. So nahe. Und da muss ich mich auch noch von meinem großen, großen Seeschatz ausschimpfen lassen. Ja. Gefolgt, Mann. So. Bevor ich Lava Lava Insel jetzt verlasse, man könnte jetzt schon gehen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Denn ab jetzt kann man ja, ein bisschen was machen. Da die Kinder sowieso zurück sind, kann man mit ihnen ein bisschen reden und schauen, was es hier zu schaffen gibt. Etwas Interessantes. Oder vielleicht eher die Schneepuppe. Aber eventuell. Ja, ich kauf sie mal. So. Den Rest brauche ich jetzt nicht. Dann schauen wir mal weiter. Ups. Colorado ist noch immer hier. Hofft wahrscheinlich irgendwie, dass er den Schatz trotzdem findet, oder wie? So, weiter geht's. Beziehungsweise wieder zurück. Wir haben gesehen, dass der Schatz irgendwo gelandet ist. Irgendwo, nirgendwo. Er ist nämlich genau hier gelandet. Da ist er. Und man findet darin eine Vulkanvase. Ein Schatz aus den heißen Höhlen des Lava-Lava-Berges. Mehr nicht, Leute. Nur eine ganz stinknormale Vase. Eine Blumenvase. Das ist der Schatz. Muss ja voll wertvoll sein, ne? So, warum ich überhaupt hier bin? Ich bin nach der Suche auf diesen Blumensamen, der hier links hinten steht. Den haben wir schon mal angesprochen. Darum steht er heraus. Hat damals gesagt, er hat keinen Samen für uns, aber nachdem der Vulkan ausgebrochen ist, hat er einen. Weil man weiß, ja, man schaut hier lang herum. Oh, hi, wie geht's? Wie? Du möchtest einen Samen? Oh, ja, völlig für sich. Ich habe ihn namens Colorado gegeben. Tut mir leid, ich bin so groß, dass ich einfach jedem etwas geben muss. Ja, gib mir auch was! Okay. Vielleicht kann ich ein Tauschgeschäft mit Colorado machen, da er einen Blumensamen hat und ich den Schatz, wovon er nicht weiß. Vielleicht kann ich ein Tauschgeschäft machen. Ich gebe ihm die Vase und er gibt mir die Samen. Schau mal. Sushi, du kommst mit. Dum, bam, bam, badam. Auf jeden Fall ist diese Insel jetzt ziemlich ruhig geworden. Gegner kommen hier trotzdem vor, also die ganz normalen Gegner. Die Büsche, die hier, die sich verwandeln können. Mehr eigentlich auch nicht. So, Colorado, ich habe gehört, du hast einen Samen, ne? Da, ich geb dir was. Mario, gütiger Himmel, das ist der Schatz! Wie in aller Welt hast du... egal, ich glaube, das steht jetzt nicht zur Debatte. Du wirst ihn mir doch geben. Ja, ja. Du gibst ihn mir? Ja, absolut wunderbar, guter Mann, guter Mann, guter Mann, guter Mann. Du bist wirklich das Salz in der Suppe. Ein Hoch auf dich, ein Hoch. Aber, ja, ich glaube, es ist nur gerecht, dass ich dir das hier als Dank überlasse. Wir bekommen einen Zaubersamen. Ein Knospen hat er mir gegeben, als ich die Gegend durchforstet habe. Ich bin mir sicher, dass es sich um einen besonders wertvollen Samen handeln muss. Aber ich habe kein Interesse daran. Jetzt, da ich diesen Schatz habe, erkläre ich dieses Abenteuer zu einem vollen Erfolg. Was für eine fantastische Expedition! Sie will für mich in die Geschichte auch noch eingehen! Ich werde die Geschichte schreiben! Nun denn, alter Junge, lass uns verschwinden. Auf nach Toad Town! Auf geht's! Ja. Hi. Oh, Mario. Du bist unversehrt, als der Vulkan ausbrach, waren wir ein Tor geerbt. Du recht, dass du nicht fliegen konntest. Der Häuptling behauptet, dass Bowsers Leute den Vulkan so sehr aufgeheizt haben, dass er letztendlich ausbrach. Und was ist mit den Leuten passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann an für sich auf derartige Naturkatastrophen gerne verzichten. Kann ich gut verstehen, mein lieber Yoshi. So, mal schauen, was das Schiff zu sagen hat. Und die Musik, jo. Ist es vielleicht anders? Hi, Chef. Mario, der Lava-Lava-Berg ist erwacht. Der Vulkan ist sicher zornig, weil Bowsers Leute in seinen Innern Unfug treiben. Ich bin froh, dass du es geschafft hast, hier rauszukommen. Nebenbei drin waren ja solche Käfer, die sind ja immun zum Feuer. Will heißen, die haben vielleicht überlebt. Aber der Rest, er müsste eigentlich tot sein, oder? Eigentlich schon. Also, ist Mario jetzt ein Mörder? Der Ausbruch war schrecklich. Es machte Kabumm! Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die Lava wird das Dorf nicht erreichen, aber die Situation ist trotzdem ein wenig zermürbend. Kann ich verstehen. Ich nehme eine Kokosnuss nebenbei mit. Eine Kokosnuss.
einfach mal so. So, alle, wieder zurück. Ach nee, nicht du schon wieder. Weißt du was? Auf dich habe ich überhaupt keinen Bock. Fail. Dann halt kämpfen. Dann kämpfen eben. Ohne Anzeige. Niemals. Ach ja, dam badam 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 badam. Ist eigentlich so einfach, das abzuwehren. So, seit letztem habe ich ja ein bisschen mehr Hammerkraft. Also, weg mit euch! Bams! Wow, schöner One-Hit. Aber derbe. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es ein One-Hit ist. Bauchlandung. Und tschüss! Bams! Ach nee, oder? Wie ich das hasse. Weißt du was? Du kannst mich gern haben. Ich spreng euch in die Luft. Dafür gibt's jetzt die Mega-Sprengung. Powerbombe! Yeah! Hoppla. Und Bett hat das kaputt gemacht. Wenn ihr Alex krank seid, könnt ihr ja so lange die besiegen, bis ihr ja wieder ein Level Up habt. Aber das wäre sowas von dauerwierig, also würde es sehr lange dauern. Und Walter, wie viel kommen wir hier noch? Dachte ihr seid alle tot, meine Freunde? Naja, so haben wir halt auch ein bisschen was hinausgezögert, ne? Tschüss! Ihr Freunde! Und nur 2 Sternpunkte, naja. Dafür sind sie aber auch sehr einfach zu besiegen. Ich meine, die Angriffskraft von Mario, von Hammer. One-hitter dir, also ist schon krass. So. Hier unten hinten ist ja die Uhr. Die habe ich ja liegen lassen. Jetzt nehme ich sie allerdings mit. Die kann ich für später gebrauchen. Die Stoppuhr hat den gleichen Effekt wie der Sternenkraft. Stopp! Haltet alle Gegner eventuell an. Jo! Weiß nicht, ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Part. Wir werden dann wieder zurückfahren nach Toad Town und mal sehen, was mit dem Blumenfeld auf sich hat, wie wir dorthin kommen, und ich werde ein paar Briefe abgeben und ein bisschen lesen und Luigi besuchen. Ach ja, das wird wieder ein Spaß. Bis zum nächsten Part, dann ciao!